Sterbehilfe ist ein großes Wort. Sterbehilfe beinhaltet in der Diskussion ja alles zwischen der verbotenen Tötung auf Verlangen über den assistierten Suizid bis hin zum begleiteten Sterben lassen, sage ich mal. Ich glaube, gesellschaftlicher Konsens ist, dass die Tötung auf Verlangen auch weiterhin strafbewehrt bleiben soll und dass das Sterben lassen, das heißt das Abschalten oder Beenden lebensverlängernder Maßnahmen mit dem Patientenwillen durchaus möglich sein muss, bleiben muss, werden muss. Auch die sogenannte indirekte Sterbehilfe, das heißt, die Palliativmedizin soll weiterhin ihre Arbeit tun dürfen, auch wenn dadurch im Einzelfall mal, was super selten ist und unerwartet, der Tod möglicherweise früher eintritt. Das heißt, die aktuelle Debatte rankt sich ja vornehmlich um den sogenannten assistierten Suizid und da um die Frage, was genau soll eigentlich, also wer soll beim assistierten Suizid unterstützen dürfen und wie oft oder in welcher Form. Da sind wir auch ganz klar der Meinung, dass der assistierte Suizid straffrei bleiben soll an sich. Das heißt, wer einmalig einem anderen Menschen beim Suizid hilft, ihn unterstützt, sei es zum Beispiel durch Medikamentenbesorgung, der soll auch weiterhin straffrei bleiben. Das Einzige, wo wir Handlungsbedarf sehen und auch dringenden Handlungsbedarf sehen, ist die Frage vom geschäftsmäßig organisierten assistierten Suizid. Das heißt, was wir nicht wollen, ist im Prinzip, dass jemand das professionell organisiert, als Dienstleistung geschäftsmäßig anbietet und damit, naja, überspitzt gesagt, der Tod aus den gelben Seiten möglich wird. Das wollen wir nicht, da sind wir dagegen und dementsprechend haben wir auch einen Gesetzentwurf erarbeitet, der den assistierten geschäftsmäßigen Suizid verbietet. Und ja, den haben wir vor einem Jahr der Öffentlichkeit vorgestellt und seitdem werben wir für ein solches Verbot der geschäftsmäßigen Suizidassistenz.